Da. Mal gucken. Ja. Vor allen Dingen, wenn man diese ganzen Tiere mal sieht, so ein Titan oder auch so eine die Spinne oder jetzt gleich auch den Dodo, der Dodo Rex, die sind so mega groß. Aber im Gegensatz zu den Brachios sind die so klein. Da ist meiner. Ich glaube, der Brachios ist aber auch echt was groß ge. Ja, ist etwas so, zu groß. Dann spawn ich mal. Hi. Hi. Die Eule. Zack. Raus. Oh oh. Wie klein der ist. Laufender Lebensstone. Ja. Er macht 14.000 Schaden da. Das war Julia dann. Ja, du mal. Jetzt ist noch keins mehr. Der eine graue Schaden. Der kriegt ziemlich viel Schaden, dann ist er tot. Ja. Oh, eingepackt hast du? Ja, klar. Hast du es geschafft? Ich komme hier nicht raus, nicht nach vorne, nicht nach hinten. Ich versuche mich mal zu drehen. Nein, komm hier. Ja, schon eine andere Haut. Welche Stufe hast du genommen? 120. Boah, der spielt gleich Fritte, ey. Ich bin so. Oh, wo ist er hin? Da war der Eck. Oh. Bin nicht so gut. Da sind die ganzen Wegen. Ich komme nicht weg, ey. Oh mein Gott, ja, alles voll gefußelt hier. Wir müssen nur aufpassen, falls, ich denke mal nicht, aber falls die Gigas ragen sollten, haben wir ein Problem. Schubst du den so weit weg? Kommt ja auch noch so. Ach, ich hab kein Eis mehr. Wo bist du, Dex? Ja, ich hab noch. Das letzte Mal Eis essen, bevor er stirbt. Wer schubst den denn da? Krass. Keine Ahnung. Ich glaube die Reaper. Mit dem Schwanzschlag. Ah ja, das könnte sein. Boah, der haben wir nicht mal ein Viertel runtergehauen, ne? Oder gerade mal. Mach doch mal aufs Damage. Nein! Ja, getroffen! Jetzt flüchten! Oh mein Gott! Aua. Wenn ihr einpacken soll, darf man schnell weg. Ja, das ist was, die so gleich tot. Sie ist mit nichts, nicht mehr viel dran. Packen mal ein. Willst du? Dann mach mal. Ich geh mal nach oben. Schnell, nach oben! Oh mein Gott! Oh, ich seh grad, ich hab. Dino, lad den Ausdauer wieder auf. Oh, meiner ist auch versucht. Nein, er hat sich gekickt. Mama. Flüchte! Oh mein Gott. Aber heftig, guck mal, wie viele Gigas, ey. Gehen alle Viertel. Ey, gehen alle drauf. Hälfte haben wir gerade geschafft. Da wird aber ein Gemetzel hier, ey. Aber guck dich mal die Zahlen an. Was der für ein Output hat, ne? Naja, übertrieben. Was ist, welche Stufe hast du jetzt genommen? Normal 120. Ich hab keine Kamera mit der Alpha. Ach, das ist der Standard eigentlich so gesehen, ja? Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass er so übertrieben stark ist, ey. Hab ich nicht mit gerechnet. Wie fliegt man mit dem Siegel nochmal auf der Stelle? Man kann das. Weil letztens starten wir los, dass die ganze Zeit. Mache ich das hier mal. Nee, der kann auch auf der Stelle fliegen. Ich weiß nicht mehr wie. Ich hab's gerade eben noch mal gemacht, hab's wieder vergessen, wie es geht. Ist irgendein Brachi schon gestorben? Kein Unfall gesehen. Bis jetzt hat jeder das eingepackt oder weggetan. Das ist wie Zahnstöcher, genau, wie die Pump Action. Okay, meine Pump Action ist ein bisschen stärker als nur eine Standard. Meine macht schon viel Schaden. Ich glaube noch 2 Gigas über von den 10 oder 20. Egal.
Vieh muss aber auch irgendwas geben. Das ist schon mies. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwas gibt. Aber ich bin fast tot. Ich bin der Dodo, kam mir zu nah. Dodo kommt zu deutlich, der ist auch handzahm. Oh ja, apropos Dodo. Ja, mein Sino hat gleich keine Ausdauer mehr. Wenn ich jetzt gleich vor dem von der Nase runterfalle, Britzel, Bratzel, Brutzel, weg ist er. Viertel haben wir noch. Gute, eine Brachio hält sich aber verdammt lang. Ja. Der geht immer wieder raus und warte, bis sein Cooldown ausschöpft. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hab nur geguckt gerade. Ups, da ist ja jemand, der guckt mich an. Essen, Lex? Essen, muss ich? Ja, bald. Kann ich schon Fliegen essen? Ich will mich gerade gerne erkennen, was er für Leben hat. Hallo, Deck, was? Genau da, wo ich gerade landen. Wir schmeißen ihn da genau hin. Ich muss mal ganz kurz hier. Hier ist noch ein Reaper, der eine Pause macht. Mach mal Gamma. Das ist halt OP, weil die halt kriegen viel, viel weniger Schaden. Was, die Bosse? Nein, die Reaper. Kriegen ja nur Schaden, wenn sie mit Licht begutachtet werden. Achso, ja, okay. Man sieht nur fliegende kleine Menschen oben am Himmel. Ach, hier kommt. Vorsicht. Der traut sich aber noch was, ne? Aber der passt schon auf, ne? Das. Guck mal nach. Geeilt. Hat er getroffen? Ja. Wir haben gleich, komm, wir haben gleich. Wer ist denn der Reiter hier? Leckt das gerade. Ja. Nur die Zahlen mal ausmachen. Wenn ich die Zahlen ausmache, muss ich sie wieder anmachen, dann leckt es sowieso nochmal. Scarlet. Die ist mit meiner Pumpgun einfach nur überall rein. Kannst du, wenn da nichts von uns ist, kannst du ja reinschießen, wenn du möchtest. Aber stell dir mal vor, wir könnten uns gegenseitig alle schaden. Weil sie die Tiere. Oh mein Gott! Ja! Hat irgendwas getroppt? Oh, es hat geleckt. Gerade leckt hoch, runter geht's bei mir. Ja! War Woody Rino dabei. Ehrlich, war Woody Rino dabei? Ja. Und hat das überlebt? Ja. Wir sind ja auch super stark, die Woodies. Ja, aber vom Leben her. Schaden machen die, aber Leben haben? Ich hatte einer der Reaper da was beim... Hat jemand den Loot gelootet von dem Vieh? Ich will wissen, was da rauskam. Wie viele Tiere sind leider jetzt draufgegangen vom Nico? Ich glaube alle Giga, ne? Ja, einer hat doppelt überlebt, oder? Der Giga von Byron, der reitet ja da drauf. Der hat ja auch einen Sattel gehabt, die anderen hatten ja keinen Sattel. Das war ganz, ich glaube, das war auch der Todesurteil. Acht Gigas sind draufgegangen. Acht Gigas, hat das geschrieben im Chat, ja? Ja. Ein Reaper hat was, ich will auch so einen. Naja, gibt's ja in den Big Paketen. Ja. Also kauft sie alle und dann. Die Reaper sind bekommt immer, ihr vielleicht an. Die Reaper sind immer super. Ich finde aber, Reaper passen einfach nur ausschließlich auf Aberration. Nicht mal ins Aberration-Gebiet von irgendwelchen Karten, sondern einfach nur in Aberration. Weil Aberration ist so, wie sie ist, die Karte. Und ich finde das einfach so toll. Also eventuell, wenn ich es richtig lese, hatte mindestens über 1 Million Leben gehabt. Also 2 Millionen, glaube ich. Ist ein Reaper draufgegangen? Nee, Reaper nicht. Krass. Alles gut, wir machen neue Gigas. Es hat so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Habt ihr Musik gehabt beim Kampf? Nee. Schade. Ich hätte gerne so ein bisschen diese Endboss-Musik gehört. Die ist immer ganz cool. Standard-Kampfmusik hatte ich. Hast du? Ja, Eda, was ist los?
Ja. Tropical Island. Tropical Island. Ja, aber ich könnte mir denn so ein Reaper auch dort vorstellen. Nur dann. Also am Strand so. Mit, ja, so mit so einem Honolulu-Hemd und mit so ein paar mit so ein paar Blümchen um den Hals. So, so könnte ich mir so einen Reaper vorstellen dort. Ein Level bekommen dadurch. Peter, was meinst du? Ich habe gar kein Level. Ich habe keinen Level bekommen, obwohl ich den finalen Kill hatte. Ah, du hast einen finalen Kill? Ja. Okay, ich stand direkt daneben. Also ich stand auch direkt, ich habe nichts bekommen, gar nichts. Du hast den finalen Kill gemacht? Ja, da stand, du hast Dodo, Rex, Dingsbums getötet. Okay, komisch. Also bekommen habe ich nichts. Kein Level, kein gar nichts dazu bekommen. Sollen wir noch irgendwas machen, oder? Ich glaube, die ganzen Tiere sind fritte, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen alle jetzt immer eine Pause, die armen kleinen Tierchen. Als der Dex wieder sein Schweinchen geben, hat er was. Braucht dann mindestens noch eine Stunde bis zurück zur Base. Ich wollte gerade sagen, ich will gerne nach Hause fliegen. Ich laufe jetzt nicht mehr mit meinem Schweinchen. Hab ich noch? Doch. Wir haben gar nichts mehr zu fliegen. Aber ich lasse mich mitnehmen von dem hier. Hallo, wer du auch immer bist, du nimmst mich mit nach Hause. Wir können auch eine Bootstour machen, Dex. Nein, ich lasse mich jetzt nach Hause fliegen. Nicht. Leck mich rein, Fredchen, was hast du hier gebaut, ey? Fredchen baut die komischen Konstrukte mitten auf dem Wasser. Ich weiß zwar nicht, wo ich wohne, aber du bringst mich schon nach Hause. Das ist Dodo. Ich glaube, Dodo weiß es. Dodo ist es? Ich habe keine Ahnung, wer da hier ist. Ja, also ich glaube, ich habe Dodo gelesen. Ja, Dodo war's. Schöner Drache übrigens, voll hübsch. Ja, so schön nach Hause gebracht zu werden. Was ist denn da unten los? Wer zähmt denn hier Eiswürfern? Wie viel sind das? Eiswürfern kann man nicht zähmen. Ja, nicht zähmen, ich meine, haben. Flüchten. Was sind das, 20 Stück da unten? Oder sind das alles Blitzis? Es gibt hier so viele Basen, die gezeigt werden können, Leute. Zeigt doch eure Basen. Nächste Woche Samstag mache ich wieder eine Base-Tour. Wenn ihr möchtet, schließt euch an. Du kannst ja noch Hand spielen. Highspeed. Also Benny wird sich freuen. Benny ist nicht da. Benny ist schon lange im Bett. Denke ich mir mal. Oh, okay. Von Teenspeak? Ach stimmt, also nicht. Ja, ist auch jetzt auch schon mal etwas später. Hat das mal Aufstehzeit. Ja, es gibt ja so viele Basen, ganz tolle Basen überall. Aber keiner will sie zeigen. Ihr müsst euch nicht schämen. Kommt einfach kurz bei mir vorbei, guckt euch meine Base an und dann wisst ihr, wie schön eure Base ist. Da ist eine Motte, die trägt einen Manta. Wie zum Geier geht das denn? Da war eine Motte, die trägt einen Manta. Das war kein Scherz. Egal was du nimmst, nimm weniger oder gib was ab. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Das war eine Motte, die trägt einen Manta. Also ich sehe nichts. Ich guck mir die Videos mal an, vielleicht sehe ich was. Ja, Deep Rock Galactic würde ich auch gerne spielen. Da ist der Grave, der sagt mir das schon seit 3 Jahren oder seit 4 Jahren, seitdem das Spiel draußen ist, sagt er mir das, dass sie das endlich mal spielen sollen. Das ist schon ganz lustig, das Game. Mit viel, viel Bum Bum und viel, viel Bang Bang. Um 7 Uhr aufstehen, Buggy Katze, ab ins Bett mit dir. Du hast es auch gesehen, Highspeed? 10% heißt was? Du hast es doch nicht gesehen. Das war doch. Das war doch eine Motte, die gerade einen Manta getragen hat. Dem Stream braucht noch ein bisschen Dex, wenn er sobald der Stream es geschafft hat, nachzuladen. Bei mir ist nichts bisher. Ja, ich muss das Video angucken, sozusagen. Ich hab extra dreimal geguckt. Also der Chat bedankt sich, der Ingame-Chat.
Dankeschön, Dodo. Ah ja, Home Sweet Home. Guck mal, da liege ich ja schon. Das doppelte Lodge ist hier. Ich glaube, da hat jemand vergessen, die Paarung auszumachen, weil wir schon mit Tieren. Ups. Nein. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6 bei einem einzigen Tier. 6 Eier bei einem Tier. Okay, es sind 2 Tieren. Ja, Omelette heute Abend. Oder morgen früh. Aber so ein Dino-Ei wird schon viel. Achso, das Giveaway, Maggie Katze, stimmt. Das Giveaway wollen wir auch noch raushauen. Das Giveaway von heute geht an, also das letzte, das dritte, geht an 3, 2, 1. An Julia. 26. Oh, ja. Die Mitarbeiter dürfen aber leider nicht mitmachen, deswegen. Ey. Ja, seitdem du Moderator bist, dann. Gehörst du jetzt mit hier zum Stuff. Was hatten wir eben für ein 111, ne? Paradise Killer war das, genau. Wer war es nochmal gewesen? Tiger Eye. Tiger Eye. Okay, das ist mal weg. Julia, 1 bis 152, please. Oh Gott. 9. 9. Keine Ahnung, was das ist. Hört sich aber nett an. Das heißt, das Spiel heißt Aetherborn. Also okay. Aetherborn. Keine Ahnung, ich guck mir erstmal an, was es ist. Wo es gut ist, dann behalte ich es lieber für mich selber. Danke, ihr Lieben. Schreibt mir mal in den Chat irgendwo was. Ja. Sam Hector, guten Abend. So. Wie heißt das, habe ich gesagt gehabt? Das Spiel heißt Aetherborn. Ich guck mir jetzt erstmal an, was das für ein Spiel ist. Aetherborn Trailer. Gucken. Oh, was ist das denn? Was? Über menschliche. Was ist das denn? What the heck? Sieht freaky aus. Das sieht mega freaky aus. Nein, wieso bekomme ich immer so komische Sachen? Ich schick's mal in den Chat rein. Hallo Chat, hier, bitteschön, komisches Spiel, was? Ja, aber so komisch ist das gar nicht. Das ist nämlich ein Rätselspiel. Und das ist ein verdammt gutes Rätselspiel, wenn du okay, das mal anguckst. Okay, check es Dex, dann kann er das nächsten Stream spielen. Oh, so ein ähnliches Rätselspiel hatte ich doch schon mal letztes Mal gehabt. Weißt du noch, wo ich diesen... hat übrigens sehr gute Bewertung bekommen. Mega gute Bewertung, weil es ein ziemlich schweres Rätselgame ist. Ist doch was für dich, Zone. Stream das doch mal. Zeig doch mal dein Brain. Aber es ist doch meins. Ja, ist egal. Liebe gibt über den Magen oder über die Tastatur, ist das Gleiche. Das sieht cool aus. Man muss nur vorspulen, nicht in den Anfang gucken. Der Anfang sieht ziemlich eigenartig aus. Ich hab echt gesagt, der Anfang, das Mitte und das Ende sieht komisch aus. Nee, finde ich gar nicht. Find das, also ich habe die Steam-Videos angeguckt. Ziemlich rätselig aus. Ja, so. Aber Highspeed, wir haben nicht geheiratet, also sind wir in keiner Ehe, also muss ich noch nicht alles teilen. Nicht? Nee. Dass ich Bescheid weiß. Wo steht das? Also das war mein Bett. Nein, weil Highspeed hat geschrieben, Julia, in einer Ehe teilt man alles. Wir sind aber nicht verheiratet, also. Wo steht denn das geschrieben, Dodo? Hat Highspeed gesagt. Highspeed, wo steht denn das, Highspeed? Unter welchem Kontrakt, unter welchem Vertrag steht das geschrieben? Das Spiel hieß, wie hieß das nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab das schon gelöscht aus meinem... Aetherborn. So. Wo schreibst du mich eigentlich an, Dex? Bitte? Wo du mich angeschrieben hast. Wo immer? Oder wo habe ich es gerade hingeschickt? Ich müsste es dir geschickt haben. Ich habe bis jetzt nichts bekommen. Oder liegt es daran, welche Mod-Ansicht bin?
Ah, nee, da. Ich wollte gerade sagen, sag jetzt nicht, dass ihr jemand anderes geschickt. Guten Abend, Dex und Chat, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Dank Org, dankeschön, 30 Monate. Danke, auf jeden Fall. Also, ich denke mir, das wird Spaß machen, wenn man Spaß hat an Rätselgames. Ja, Dex hat so ein bisschen Neuch gehabt. Was denn? Deiner Motte. Siehst du? Eine Motte, die einen Manta getragen hat, ganz sicher. Und ich weiß nicht wie. Und ich bin ganz. Wie kann überhaupt eine Motte irgendwas tragen? Und warum kann man einen Manta tragen? Seit wann das denn? Sekunde, ich muss mal einen Clipper stellen. Siehst du, also ich hab mich extra dreimal umgedreht, um zu gucken, ob das eine Motte war. Und ein Manta. Also zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Ja, clip das mal. Oh Gott, das für ein Dex auf 0,5 Geschwindigkeit, das ist nicht gut. Oder hast du das Slow Motion gemacht? Slow Motion. Das wäre ja noch angenehm. Da ist ein Motte. Ob wir mal so ein Event auf Lost ein. Das Event, was wir gerade gemacht haben, das war einfach nur spontan. Mega spontan. Einfach nur so, weil wir gerade alle Brachios hatten. Ganzer Haufen Brachios und das war. Wir wollten Brachios loswerden. Das war eigentlich unser Ziel. Aber wir haben keine Sterben. Aber dafür haben wir jetzt gerade weniger Gigas auf dem Server. Wo ist denn das jetzt der Clip hier? Ja, erstelle ich gerade. Was dauert denn das so lange? Also wir gucken mal, wir machen gerne so welche Events. Wenn sowas gern gesehen ist, machen wir sowas gerne nochmal. Aber wir gucken, dass das auch dann. Ich glaube, mit der Spinne wäre es auch doof gewesen, wenn das dann Anagram-Punkte dann da gewesen wären für alle anderen. So, bitteschön. Motte trägt Manta. Kommt einfach kurz bei mir vorbei, guckt euch meine Base an, und dann Seite, wisst ihr, wie die Leute schön eure Base müssen, ist. Wo sie hingucken müssen. Ich hab nicht das Gesicht von mir. Da ist eine Motte, die trägt das muss ich nochmal sehen, das sehe ich echt. Das ist eine Motte, die trägt einen Manta, ey! Wieso? Da ist eine Motte, linke Seite. Die trägt einen Manta. Das Gesicht von mir. Das Gesicht sieht so kaputt aus. So. Da war eine Motte, die trägt einen Manta. Das war kein Scherz. Ja, es ist eine Motte, die trägt einen Manta. Ja, ihr habt was falsch gemacht in eurem Arc-Leben. Wusstet ihr nicht, dass Motten Mantas tragen? Und so heimlich machen sie Babys. Die heißen Manta-Mod. Mod-Mod-Manta. Nico, wir können das gerne nächste Woche machen. Habe ich gesagt, wir können gerne. Nächste Woche gucke ich mir alle eure Basen an, aber nur kleine. Wenn es mehrere Leute zusammen sind, dann gucke ich mir nur kleine Basen an, weil nächste Woche gucken wir die Base vom Sonnenschein, von Sonnenschein dann die Base von irgendwas mit Heal, ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Ich vergesse Heal mal. Me up. Irgendwas mit Heal, Heal. Dragon Heal. Und ich glaube, da war noch was. Von Heiko, glaube ich, ne? Heiko hat sich, glaube ich, auch gemeldet gehabt. Ja, ich fand das total komisch. Wenn du gerade was redest und da plötzlich so plötzlich eine Motte, die eine Manta trägt. Aber wie. Das. Geht doch nicht. Es geht ja auch, das war auch kein Spieler drauf. Da ist ein Bug gewesen. Die Manta wurde einfach da oben angezeigt, sozusagen an der Position. Meinst die Manta du? Und ja. Die sind weggeflogen. Die sind zusammen Nein. weggeflogen und ein Sino greift sogar auch noch an. Nein, die stehen auf der Stelle. Die bewegen sich da nicht weg, die hat zwar geflattert mit dem Flügel, war aber ganz auf der Stelle. Und der Sino, der noch angegriffen hat? Ach, hoch. Ne, der hat sich bewegt.
Ja, siehst du, der ist nämlich mitgeflogen, hat mich angegriffen die ganze Zeit. Das ist alles sehr komisch, das Ganze. Wenn ihr mal auf die Stelle gehen und gucken, ob. Was heißt kleine Base? Haben eine kleine Burg. Ja, also, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt bei Sonnenschein bin. Ich denke mal so eine halbe Stunde vielleicht. Dann kommt noch die andere Base dazu, ist auch klein. Ich weiß es nicht. Wenn ihr kurze kleine Basen habt, wenn ihr jetzt aber so eine Base habt wie vom letzten Mal von Jona. Leona Ark, Hannes, das waren drei Basen, drei Riesenbasen auf drei Servern. Das hat den ganzen Stream gedauert.